Halb elf im Garn. Für den Junggesellenverein ist bei Haferkamp ein Frühstück aufgetischt. Schließlich sind die Jungs schon seit halb sieben unterwegs, um bei den Garnern Wurst zu sammeln. Da kommt die leckere Stärkung gerade recht, denn ein weiter Weg liegt noch vor ihnen. Doch bevor die Wurstjäger weiterziehen, werden noch die Gesichter mancher Junggesellen angemalt. Also ich bin das zweite Mal dabei und dann wird man blau-weiß angemalt. Und was bedeutet es, wenn das komplette Gesicht blau angemalt ist? Also wir sind erstes Jahr dabei und wollen jetzt hier ein bisschen Wurst jagen, dies, das. Ein bisschen Spaß haben, gucken, was passiert. Keine Ahnung, mal gucken, was auf uns zukommt. Ne? Nun kann es weitergehen, denn die Junggesellen haben noch einiges vor. Doch was passiert eigentlich an so einem Tag? Wir gehen rum im ganzen Dorf, wir sammeln Würstchen und heute Abend ist es Wurstessen bei Holtkamp und da bringen wir das ganze Dorf zusammen. Ja, essen Wurst, trinken ein paar, ja, und treffen uns mit besten Freunden. Ne? Gestern Abend hatten wir das Kartoffelschälen bei Uhlenbruck im Heißerkamp. Kartoffelschälen ist eine ganz einfache Sache, das ist ein traditionelles Ding. Wir Bauern haben damals Schwierigkeiten gehabt, Frauen zu finden. Und um uns die Sache ganz einfach zu erleichtern, haben wir gesagt, was machen wir? Die Frauen können ein bisschen arbeiten, ein bisschen Kartoffeln schälen, können danach aber auch richtig Party machen, uns kennenlernen, wir lernen die Frauen kennen, haben einfach nur Spaß und geselligen Abend und dann ist die Wurstjagd am nächsten Tag doch viel leichter. Die Gruppe zieht von Haus zu Haus, bis sie sich am Mittag trennt. Einige Junggesellen machen den Außenbereich von Galen, andere ziehen durchs Dorf. Wir gehen weiter mit der Dorfgruppe. Hier treffen wir nach kurzer Zeit auf Anneliese Fengels, die Wurstjäger freundlich begrüßt. Also ich bin seit 42 Jahren hier und ich kenne das seit 42 Jahren. Meine Söhne sind auch alle mitgegangen, 4 Stück, aber die sind ja jetzt alle schon älter und dürfen nicht mehr mitgehen. Ja, wir machen das immer gerne. Das gehört dazu und das gehört zu Galen, sagen wir das mal so. Nun geht es weiter ins Dorf. Das Wetter spielt mit und die Junggesellen treffen viele Menschen auf ihrem Weg. Die Galener spenden Würste für das große Wurstessen am Abend und bekommen dafür Karten für die Party. Noch viele Kilometer liegen vor den Jungs. Doch wir lassen die Wurstjäger nun wieder ohne Kamera weiterziehen. Ja.